Willkommen zurück zu Ninth Dawn 2 mit den Boys. Zwei Stück in der Zahl, was ist eigentlich los mit dir drin? Drinnen. So, wir haben ja gesagt, glaube ich, dass wir erst in der Stadt mit allen reden, ne? Wegen Nebenquests und so. Haben wir das gesagt? Haben wir gesagt, gell? Kann das sein? Wir haben es einfach gesagt. Jo, 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 jo. Okay, er will einfach nur irgendwas, was in der Kiste hier, in der Ecke hier oben ist. Aber die ist anscheinend zugesperrt. Okay, okay. Gut, müssen wir eigentlich nur aufmachen, wenn ich es richtig lese. Und das, was drin ist, für ihn dann geben. Das, was drin ist, plündern und behalten, mein Freund. So, hier. Ach, er braucht nur die Puppe. Ich geb dir mal den Rest, warte. Okay. Quest-Item, jetzt kannst du haben, ja. Nimm du den Rest. Weil er will nur die Puppe haben, die drin ist. Nice. Anscheinend sein Glücksbringer, den wir da gerade gefunden haben, weil er nämlich kurz vor einem Kampf steht und immer noch ein bisschen Angst hat. So, verdammt. Okay. Der ist auch langweilig, oder? Nee, warum? Okay. Ich hüpfe nur ein bisschen. Böp. Böp. Gut. Jetzt können wir eine Waffe aussuchen. Oder Geld. Willst du eins von beiden? Soll ich eins von beiden nehmen oder soll ich das Geld nehmen? Warum? Hey, der Silber ist nicht viel. Digga, dann nehme ich lieber eine von den Waffen, die gibt mehr wahrscheinlich. Abgesehen davon. Aber 100 Silber ist ja gar nichts. Also ich nehme die Axt. Oh, jetzt konnte ich nicht mehr aussuchen. Was? Echt jetzt? Ja, aber ich hab's ja hier im Ding, im Inventar. Lol, okay. So. Ja, ja, die Axt kostet 583. Selbst wenn es nur die Hälfte ist beim Verkaufen, sind es mehr als 100. Also, scheiß drauf. Also die Axt, die ich bekommen habe, die hat 1109. Die Hälfte davon sind da 550, ja, also irgendwas. GG. GG, haben wir Geld gemacht. So, die Quest haben wir. Dann gehen wir. Hat er noch irgendwas? Nein, der hat nichts mehr. So, ich brauche was zu trinken. Also noch mehr, als er jetzt schon getrunken hat. So, wir haben jetzt einen schwachen Heiltrank gegeben. Jetzt redet er aber wieder normal. Sehr schön. War leicht betrunken, der Typ. So, wir dürfen jetzt in sein Haus gehen. Oder sollen in sein Haus. Und dort den Stein aus der Kiste nehmen, weil er, keine Ahnung, sich dafür irgendwie fürchtet. Ja, das ist das Haus hier. So, ich guck mal kurz. Okay, ich nehme mal den Stein raus, du kannst alles andere wieder haben. Ist nichts Interessantes drin. So, reden wir nochmal mit ihm, sagen wir haben das erledigt. Wofür der Stein ist, weiß ich allerdings nicht. Noch nicht. Ah, okay. Er sagt gerade, wo er ihn gefunden hat. Seroldun Krypt. Vielleicht hat der Stein da irgendwas, noch eine Funktion oder sowas. Okay, nice. Seroldun Krypt. Ja, puh. Mal gucken, wann wir da mal hinkommen. Ist südwestlich von hier. Ist klar. Okay, südwestlich. Kann nicht so weit sein. Sollte zumindest nicht, aber wir machen erstmal hier weiter. Hier oben ist noch Gerlin. Für Merlin hat es nicht gereicht. Thank you.
eine Quest für uns? Ich habe gerade eben mit dem geredet. Ich konnte. Du konntest? Bei dem was zu trinken aus der. Ah, okay. Nee, dann hat der. Dann hat er nichts. So, das hier ist nur kaufen. Da unten die zwei waren auch kaufen. Oder verkaufen, wenn dein Inventar voll ist. Hä? Nochmal? Oder verkaufen, wenn dein Inventar voll genau. ist. Hier noch mit ihr reden. Okay. Wir können bei der alten auch unten in den Keller, da ist, scheint ein Dungeon zu sein. Yep. Da müssen wir jetzt auch hin. Oh, nice. Ja, weil sie will, sie sucht ein Buch, das wir soll anscheinend da unten sein. Und wir sollen es für sie holen. Oha. Okay. Ja, du machst schon gut Schaden, Digga. Oh, hat er 207 gerade. Da ist sogar schon das Buch, glaube ich. Genau. Ja, ich nehme mal alles. Ja, ja. Ich extra anklicken. Okay, wir haben das. Kannst du mal durchlaufen? Ja, oder? Ja, wir laufen durch. Lass. Okay, du bist rechts, gut. Ja, wenn wir schon hier sind, laufen wir durch, definitiv. Keine halben Sachen hier. Außer die Gegner. Ja, normal. Keine halben Sachen außer die Gegner. Kannst haben. Silber, Eicheln, Brot, Krümel und ein Apfel. Nice, Eicheln, Digga. Gleich ja, mehr auf einmal? Eichel. Zwei Stück? Nice, wow. Ich gönn mir, oder? Ja, wenn dann richtig. Ja. Junge. Tötest du jetzt Gegner ohne mich, oder was? Krieg ich keine Erfahrungspunkte dafür, Mann. Ruhe. Wenn du zu lang brauchst, schon wieder. Ja. Ich brauche aber zu lang. Oh, hier oben geht's hoch. Hier oben geht's hoch. Das war natürlich random. Wir gehen mal hoch. Okay, Truhe. Okay, so, nochmal schön 10 Lockpicks. 7 Pfeile. 12 Geld. Nimm du alles. 12 Geld? Digga, Alter. 12 Silber, Alter. Nice, Digga. Nicht, dass du jetzt reich bist oder so. Easy net. Hat okay, Leute. Reicht für reich sein. Haben wir gemütlich die Quest gemacht, würde ich mal behaupten. Locker. Also man merkt, es ist halt die erste Stadt. Es sind halt wirklich noch sehr, sehr, sehr simple Quests. Oh, wir können uns was aussuchen. Ah, scheiße, was ist jetzt für ein Magier und was nicht? Was willst du sagen, ist für ein Magier? Das, warte. Rechts, oder? Genau, Cottonhead. Okay, wo weißt du es? Wegen Cotton, ist ja irgendwas mit irgendeine Wolle. Okay. Crude Iron Helm ist auf jeden Fall für mich. Weil ich Nahkämpfer bin, Iron Helm heißt Stärke. Und ich denke mal, Dorn Bandana ist nicht für dich. Klingt nach einem Jäger. Easy life. Okay, dann haben wir das noch gemacht. Mit Eledun hatten wir beim letzten Mal gesprochen. Da will er, dass wir die Steine finden. Okay, dann sind wir tatsächlich anscheinend mit dem ersten. In der ersten Stadt fertig, ich rede nochmal kurz mit Rail hier. Hier unten nichts ist nix. Nee, lol. Ja, nice. Okay, er sagt uns jetzt, dass wir nur zu der Krypta sollen. Alles klar. Südwestlich. Das Problem ist, ich würde da jetzt noch nicht hingehen. Ich will dir was anderes zeigen. Beziehungsweise nicht nur dir, sondern auch den Leuten da draußen. Okay. Kommst du mit? Ah, du bist da. Gut. Und zwar bleib mal ein bisschen etwas dichter bei mir. Es kann leicht gefährlich werden. So, ach, wir gehen nach rechts. Ist gefährlich. Habe ich auch entdeckt, als ich alleine das Spiel mal gespielt hatte für, keine Ahnung, wie viele Stunden, 2, 3. So. Nice. EP-Farm. Bisschen aufpassen, ja, zum Beispiel. Alter. Weil es nicht Hauptpunkt ist gerade. Ja, das war mir schon klar. So, und zwar müssen wir ein Stück weiter hoch. Okay. Ich hab keine Lust, dass wir mal umziehen werden oder so. Brauchen und dann kommen die Gegner von hinten angekommen. So, jetzt überlege ich gerade, was machen wir zuerst. Wir gehen erstmal hier hin, weil hier ist so eine Art Haus, Gebäude, irgendwie sowas. Da unten ist es. Pass auf, das ist ein Boss, ne? Ah, der große.
Nur zur Info. Aber zu zweit ist er ja richtig easy. Richtig easy. Vor allem, da wir schon overlevelt sind scheinbar. Ajo. Für den Quark hier. So. Also wir hätten hier jetzt einen Safe-Spot, den benutzen wir aber nicht. Ja, und der bringt uns nichts. Die Truhe gucke ich mir kurz an. So, da ist wieder ein Magierstab drin, ist aber derselbe, den wir auch schon haben. Das heißt, hier hätte man ihn theoretisch gefunden, aber bringt ja nichts. Und Bärenfallen, nimm du mal alles. Ist nicht interessant. Okay. So, dann komm mit. Hier unten ist nichts mehr. Ich habe da noch nicht geguckt, da scheint eine Stadt oder sowas zu sein. Wenn du willst, gehen wir da hin. Ja, nee, wobei, lass erst das oben machen. Lass erst das oben machen. Wenn du sagst, oben ist nichts, dann gehen wir erst oben hin. Ja, genau. Da oben ist mehr oder weniger nichts. Du kannst sagen, das ist der langweilige Part. Deswegen gehen wir da auch hin. Hä? Ich wollte gerade sagen, da oben ist nichts, deswegen gehen wir da auch hin. So, Achtung, gell? Ich würde nicht so krass laufen. Okay. Weil gleich kommen. Okay, erstmal die Schlangen hier. Achtung. Okay. Also auch neue Gegner. Erstmal. Die auch nicht so schlecht EP geben. Ja. Die meine ich aber nicht, sondern. Ist das hier drüben? Oder sind wir jetzt schon zu weit? Ah, ne, genau hier meine ich. Alter. Da ist nämlich eine Überkiste. Ja. Und da ist so eine Überkiste. Und da oben sind zwei von denen. Krokodilen. Achtung, gell? Das sind Krokodile, ich kenne keine. Oh, das sind drei sogar. Ah, komm. Achtung. Jetzt. Das Leben von denen an. Alter. Wir lassen halt Krokodilschwänze. Es kann sein, dass sie etwas wertvoller sind. Und gut, aber EP verkaufen. Und die lassen echt gut EP, ja. Oh, was war das? Was hast du da bekommen, der Trank? Seltzer Water. Geil. So, wir haben hier drin einmal Healing Self. Dann ein Hammer. Den Hammer, den ich von der Quest auch gerade bekommen habe. Und Schuhe, die sind aber für dich. Nimm du alles. Schuhe sind für dich, okay. Die Rüstung. Und für die, dieses seltsame Water, was ich gerade bekommen habe vom Krokodil, das scheint für Alchemie zu sein. Ja, a base ingredient used for Alchemy. Na, dann behalte das mal. Dann gehen wir jetzt mal runter. Weil ich sehe, wir haben nicht mehr so viele Minuten. Bleiben wir uns mal und schauen uns das unten mal an. Minuten? Ja, voll. Ich bin auf dem Weg. Sehr gut. Ich laufe. Also man sieht, es gibt halt so viel zu erkunden, auch wenn es voll random ist alles. Zum Beispiel die Kiste. Oh, was passiert? Ich bin in den See gefallen. Lol. Gestorben, oder? Direkt zweimal hintereinander. Nee, nicht ganz. Ich habe noch ein Drittel von meinem Life. Okay, dann bleib du mal weiter hinten. Wir gehen erstmal hier lang. Also hier war der Heilspot. Und wir wollen uns da unten mal die Stadt oder was auch immer es ist angucken. Ja, Mann. Schauen wir mal, was es ist. Weiß ich nämlich auch nicht. Oh, my way. Hab ich mir auch nicht angeguckt. Ah, Goblin. Leute. Und Ratten. Okay. Also die Goblins halten immer noch recht viel aus. Alter, das sind viele, gell? Müssen voll aufpassen. Bewegst dich? Ja, da war gerade eine Meldung. Ich habe gedacht, okay, scheiße, mein Spiel stürzt ab. Dabei war das so wegen, dass ich nicht speichern kann, sondern nur der Host, das bist du. Okay. Wir haben einen Ort entdeckt. Hayal heißt er. Stand zumindest gerade da. You discovered Hayal. Ist die Frage, was wir da jetzt gerade entdeckt haben. So, da unten ist noch einer. Da geht's eine Treppe runter. Ja. Also auf jeden Fall ein Dungeon. Eine Truhe noch. Da ist noch ein Gegner, ne? Pass auf. Gut, ich nehme das Zeug mal, das ist jetzt nicht interessant. Bisschen Geld. Ja. Ein Trank war jetzt noch dabei. Mal. Ah, da ist der Gegner. Das ist gerade wieder von mir versteckt. Nice, Level up, gut gemacht. Nice, danke. Willst du da gleich mal runter? Ah ja, wenn wir schon da sind, würde ich sagen, warum soll man da jetzt rummachen? Okay. Ja. Erst oben lang. Okay. Das war eine Frage. Naja, von mir aus war es eine Antwort. Oh. Achtung. Abgeschlossen. Ein Schalter muss aktiviert werden. Dann machen wir das doch. Dann würde ich sagen, gehen wir halt doch erst nach unten. Alles klar, gezwungenermaßen. Junges Mal. Kannst du auch Schaden machen oder so? Nee. Brauchst mal einen neuen Zauberstab, glaube ich. Ey, ich brauche... Ja, erstmal und ich muss mehr auf Intelligenz gehen. Ich bin jetzt die letzte Zeit ziemlich auf Weisheit gegangen. Ja. Stimmt wohl. Um halt die Skills zu lernen, weißt du?
Weil ich würde halt gern Skills lernen, die uns, wovon wir beide profitieren. Weil bis jetzt die ganzen Skills, davon profitiere nur ich. Ich hab Selbstheilung und so, aber ich habe nichts, was für dich ist. Du hast sogar Selbstheilung, Alter? Ja, Achtung, gell? Kein Klummer, Alter. Ja, ja. Ja, ich habe eh Rüstung an. Also. Ach, ne, geht auf dich, der Bogenschütze. Lauf weiter. Ich muss auch zurücklaufen. Gerade, weil ich nämlich tot bin. I help you. Lauf weg. Good. Lauf weg. I help you. Lauf. Okay, ich glaube, wir sind für den Ort nicht ganz gemacht. Doch, sind wir. Digga, der Maul. Ich nehme mal Heiltränke unten in der Leiste. Bam. Okay, der wenn wir jetzt hier schon stehen, dann... Du stehst da. Bam, ich hab ihn gekillt, Alter. Was ist los bei dir? Level up. Okay. Nice. Ich tu mal Heiltränke in meine Kreuzleiste da legen. Ich hab zwar Selbstheilung, ich voll Idiot. Gut, ich level meine Intelligenz. Ja, kannst du gebrauchen, wie es aussieht. Und all your nearby party members. Weisheit 40 bräuchte ich. Das wäre jetzt das nächste Level, was ich krieg. Nee, wäre sogar jetzt. Aber ich brauche Level 25 Support-Magie. Bin ich erst bei Level 16. Soll ich trotzdem Weisheit jetzt leveln? Da habe ich die Punkte schon drin. Kannst du rein theoretisch jetzt quasi noch fertig machen an ab dem Zeitpunkt danach auf Intelligenz. Okay. Dann gucke ich, dass ich mir den Skill jetzt schon mal da unten reinlege. Falls er dann irgendwann ready ist. Oh, was bist du für ein Skill? Summon a familiar of a fire nature to fight by your side. Okay. Oh, sind wir mal jetzt auch ein Beschwörer. Ja, guck ihn dir an. Ich glaube. Da ist er. Was denn? Was ist los? Wie sieht's zeittechnisch aus? Weiß nicht, wie viel haben wir denn? 34. Ja, das ist die Viertelstunde, die wir immer haben. Nice. Ich würde eigentlich noch gerne den Schalter finden, aber der scheint auch... Ist der hier irgendwo? Siehst du ihn? Wenn wir schon hier rumstehen. Die nicht. Dann... Finden wir ihn leider erst in der nächsten Folge. Wollen wir hier einfach direkt... Nee, nicht hier. Das ist zu gefährlich. Das ist zu risky. Doch, tu es. Nee. Der wird wahrscheinlich hier rechts dann sein. Obwohl, nee, da geht's ja nach... Ah, nee, da geht's noch weiter, gut. Dann merken wir uns das unten und dann rechts. Kommst du mit? Oh Gott, ja, der erste Gegner ist schon nachgespawnt. Boah, wir kriegen gute Erfahrungspunkte, also wir können hier... Ich bin schon, oh Gott. Gut, Leute, dann würde ich sagen... Ja, okay, der Punkt ist genauso beschissen, lass raus. Ich will nicht dann hier spawnen beim nächsten Mal und, du weißt... Hallo und direkt sterben. Hallo Leute, wir sind jetzt gerade gestorben. Dann okay, hier am besten. Hier sieht es recht safe aus. Ja, nice. Genau da. Ja, hier, okay, ja. Leute, das war's jetzt soweit. Also, ja, wie immer recht spannend. So, mal gucken, was wir beim nächsten Mal aus dem Dungeon rausziehen können. Und dann werden wir wahrscheinlich mit der Hauptstory, nee, beziehungsweise nicht Hauptstory, wir müssen ja noch rausfinden für Rail, was mit dem Stein auf sich hat. Das ist ja dann auch noch eine Quest. Oder... Dungeon, wie auch immer. So, vielen, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.